Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Tri-Ultimate. Ja, das letzte Mal haben wir, haben wir die 7 Sterne-Quests eigentlich weitergemacht, haben ein paar Geginox erledigt und so weiter. Und dieses Mal werden wir die 7 Sterne-Quests noch nicht ganz beenden, weil, ich immer noch so ein bisschen Schiss habe vor dem Yen Moran, deswegen werden wir den dieses Mal noch auslassen. Aber wir werden die anderen beiden Quests voll machen und dann wahrscheinlich auch noch den Rathalos. Mal sehen, wie es von der Zeit läuft. Und ja, ich denke, zuerst werden die drei Geginox kommen. Giftrache. Ja. Okay, gut. Drei Geginox, das... Naja, kriegen wir irgendwie hin. Ich wollte eigentlich zuerst den Rathalos töten und mir dann eventuell die neue Feuerwaffe machen. Aber dann habe ich gesehen, dass ich da auch noch eine andere Sache brauche, die wir jetzt noch nicht bekommen. Und deswegen kann ich den kompletten Plan vergessen und, kann jetzt die drei Geginox so machen. Packe ich denn das zweite Kombibuch hin? Gut. Ich kann auch... keine Megatränke. Das ist irgendwie der Fluch. Jedes Mal, wenn ich anfange, habe ich keine Megatränke. Ich weiß nicht, was mit dem passiert, während ich hier, das Spiel ausgeschaltet habe, aber irgendjemand muss die immer stibitzen. Meine Herren, so. Gegengift ganz sicher. So, Dämonenmittel natürlich. Panzer heute haben wir auch nicht mehr so viele. Kombiniere ich auch gleich welche nach. Was ich noch sagen wollte. Ja, ich habe ein bisschen gefarmt. Ich denke, ich sollte jetzt auch die Punkte zusammen haben für die Drachenschiffe, also für den Yen Moran, um die Quest freizuschalten. Das können wir dann also auf jeden Fall machen, bloß ich will im Moment noch nicht, sagen wir mal so. Heißgetränk. Ja, brauche ich, klar. Weil ich dafür einfach noch ein bisschen Schiss habe. Aber wir werden es auf jeden Fall bald machen. Und, gibt es noch irgendwas? Ja, ich habe allgemein klar noch ein bisschen gefarmt. Halt ein paar Punkte auch so. Sonst eigentlich nichts, was mir jetzt einfallen würde, was ich mitteilen könnte. So, auch noch nur eine Fallgrube, natürlich. Zu wenig Donnerkäfer. Meine Vorräte, ich hasse es. So. Wettsteine. Honig. Kräuter, Gegengift. Na, jetzt habe ich kein Gegengiftkraut. Manchmal Gifte. Ich glaube, das war 5 oder waren Bitterkäfer 50%? Gift zu heilen ist 50%. Ich nehme mal ein paar Bitterkäfer dann noch mit. Dann noch ein paar Blaupilze. So, das sollte es gewesen sein. Ich brauche noch Heißgetränke, ich brauche noch Gegengift. Ach, Beruhigungsbomben. Ja. Habe ich Beruhigungsmittel? Natürlich nicht. Lämpel, Schlafkraut. Es kostet auch jedes Mal so viel Zeit, es zu machen, aber naja. Ich denke nie dran, es vor der Aufnahme zu machen. So. Bombengehäuse, wenigstens haben wir davon noch ein paar. So, jetzt. Hier nehmen. Wunderbar. Okay, damit können wir so gut wie starten. Eisgetränke haben wir, Feuerkatana haben wir. So. Ich will Gegengift. Ja. Und Heißgetränk. Ja, sehr schön. Jetzt futtern wir noch was. Vielleicht bekommen wir ja was Gutes. Frisch, nicht frisch, Mut. Zurückweichen. Nein. Akrobat. Nö. Trainer. Findes Wachstum. Zerlegen. Probiere ich mal den Trainer. Vielleicht funktioniert es ja. Und ich meine, wenn die ein paar gute Buffs raushauen, dann ist mir das allemal lieber, als irgendwie, keine Ahnung, schneller aufzustehen oder so irgendwas. Sehr schön, haben wir auch gleich bekommen. Und dann machen wir die Giftrache. Bin ja sehr gespannt. Ich weiß es auch nicht. Es steht aber in Folge dran. Das heißt, die werden wahrscheinlich alle hintereinander kommen. Ich hoffe nur nicht, dass die alle
so stark sind wie ein ganz normaler, weil sonst könnte die Quest eine Weile dauern. So, Heißgetränk, Panzerhaut und der Mondmittel, wie immer halt. So, Kayamba kann mir schon mal sagen, wo der ist. Okay, da in der Mitte. Okay, dann schauen wir wirklich mal, wie stark die sind. Ich habe jetzt keine Ahnung. Wie gesagt, ich hoffe jetzt wirklich, dass sie bloß, ja, dass die Stärke halt gedrittelt wird, theoretisch. Weil sonst, boah, sonst wird es sogar noch knapp mit drei richtig starken. Halt, ich muss da raus. Okay. Und es sind auch nur normale. Da wären mir tatsächlich die Unheils-Gegenox lieber gewesen. Lieber Schockschaden als Giftschaden. Denke ich jetzt zumindest. Naja, aber schauen wir mal. Schauen wir auch mal, wie schnell das geht mit der Feuerwaffe jetzt. Ja, dahinter gleich eine Giftbombe, natürlich. So, ich hätte aber schon wirklich gerne das Ei hier weg. Aua. Er hat selber zertrampelt. Sehr gut. Aber ich glaube, er legt schon wieder ein neues. Müsste ein Ei sein. Jo, ist ein Ei. Okay, gut. Von mir aus, das geht ja noch. Ich meine, jetzt wäre es natürlich wesentlich blöder gewesen, wenn es eine Giftbombe gewesen wäre. Ah, dieser Kopf. Diese beiden Köpfe. So, wow. Da hat das Ei Gott sei Dank die Bombe abgefangen. Das war ein bisschen knapp. Aber es fängt gar nicht so schlecht an. Nein. Ach, verdammt. So viel dazu. So, schnell futtern. Okay. Heute nicht so viel Schaden gemacht. Und weg. Gut. Das ging ja noch, aber da muss ich wirklich aufpassen. Vor allem, weil die Reichweite, glaube ich, ein bisschen größer ist als die von dem anderen Geginox. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, es geht aber ungefähr. Also es sind ungefähr ähnlich. Man muss hinter den Flügel kommen, dann ist man größtenteils sicher. So, schon Aggro? Ja, sehr schön. Das geht doch. Dann habe ich auch die Hoffnung, dass er wenigstens ein bisschen schwächer ist. Wobei, also Schaden macht natürlich immer noch gut, aber von den Leben her ist natürlich immer die Frage, wie stark so ein Gegner ist. So. Arg viele Buffs haben die Schakalakas. Okay, da tanzt er gerade, aber so viel haben die jetzt bisher auch noch nicht rausgehauen. Also wäre natürlich schöner gewesen. Oder hätte schöner laufen können. Nein. Ach, Mann. Es ist so ätzend, dieser Angriff. So, wow. Na toll. Das war natürlich sehr gut. Kam hier nicht aus dem Flügel raus. So, futtern wir nochmal einen Megatrank. Ist ja alles noch irgendwie im Bereich des Möglichen. Ich sollte nur nicht so viele jetzt schon beim ersten verbrauchen. Sonst habe ich keine mehr für die anderen beiden halt. Das ist auch das erste Mal bei einer Quest eigentlich, wo drei Monster gleichzeitig kommen. Wenn man das jetzt mal so bedenkt. Was auch schon ganz interessant ist. Normalerweise kommen entweder immer bloß zwei Monster oder es kommen drei Monster halt, aber die dann meistens bloß in der Arena. Ich glaube, eine tatsächliche Quest, wo man drei Monster irgendwo im Gebiet erjagen muss hintereinander, gab es noch nie, wenn ich mich... Obwohl doch, es gab diese, ich habe vergessen, wie sie in Unite hießen. Epischen Jagdquests, glaube ich. Hießen die so? Kann sein. Und da gab es das, stimmt, aber. Aber sonst eigentlich relativ selten. Ach Mann. Dieser Angriff. So, sehr schön. Kann ich ein bisschen drauf. Es ist halt immer noch ziemlich schwierig, ihn zu erwischen. Also. Ihn halt, ja, öfters zu erwischen, dass man halt ein bisschen eine Combo hochkriegt. Das ist halt wirklich ziemlich schwierig. So, sehr schön. Nicht erwischt. Okay, man muss am besten in ihm drinstehen. Dann kriegt man keinen Schaden von dem Angriff. Ansonsten sehe ich da ein bisschen schwarz.
Okay, Waffenstärke schon gesunken. Das ging jetzt, glaube ich, relativ schnell, oder? Ich dachte eigentlich, ich hätte mehr, mehr Schärfe. Wobei, wir jagen jetzt wieder mit dem Feuerkatana und das ist ja nicht so gut. Darf man ja nicht mit dem Wasserkatana vergleichen, das wir davor hatten. Das war schon ziemlich krass, was die Schärfe anging. Und es wäre mal schön, wenn ich so ein bisschen Heilung von den Schakalakas bekäme. Wäre ganz gut. So, was macht er? Hallo? Was auch immer das war, keine Ahnung. Na gut, ist schon ein bisschen stehen geblieben. Von mir aus. Hätte ich besser ausnutzen können, aber naja. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Na. Ich wollte gerade sagen, humpelt er schon, aber das sah bloß so aus. Aber er sabbert wenigstens. Und ich komme wieder nicht am Schweif durch. Ich hasse das. So, das Sabbern sollte ich jetzt ausnutzen. Aber wenn der schon sabbert und wenn es halt mit dem Sabbern immer so ist. Na, aber ich habe es oft genug gesagt. Der Sabbern ist immer unterschiedlich. Deswegen kann man da nicht davon ausgehen. Aber die anderen haben halt immer relativ spät gesabbert erst. Oder kurz vor ihrem Tod halt. Und wenn es bei ihm auch so wäre, dann wäre die Quest ja gar nicht so schlimm. Dann wären wir da auch fast wieder bei 15 Minuten fertig. Ja, schade. Ah, okay. Ich muss aber immer noch aufpassen. Vor allem, da er eigentlich keine Nachteile bekommt durch das Sabbern. Außer, dass er vielleicht ab und zu ein bisschen langsamer ist. An manchen Stellen, aber Gift kann er immer noch schießen und sowas. Der Angriff kann er immer noch machen. Das heißt, immer noch ziemlich gefährlich. Na toll. Renn mich halt die ganze Zeit. So, jetzt kann ich angreifen. Nein, verdammt, wir haben es nicht getroffen. Jetzt, na gut, okay, es ging. Hätte besser laufen können, sehr schön. Das ist jetzt gut gelaufen. Konnte ich da noch angreifen und habe trotzdem die Dings bekommen, die Heilung. Habe ich zwar ein bisschen auf Risiko gespielt, aber hat sich gelohnt, muss man sagen. So, da will ich natürlich nochmal ran. Okay, naja. Na, Kombo wäre schön gewesen. Oder wäre auch zumindest schön gewesen, es hier zu behalten und nicht wegzuhauen. Na komm. Ja. Aber er wechselt schon wieder das Gebiet. Aber, na, doch nicht. Okay, na. Da kommen wir aber auch nicht wirklich raus. Okay. Agro wieder, von mir aus. Ja, schnell weg. Oh, toll. Da hatte ich keine Chance. Aber gut, dass ich so weit weg bin. Das mit dem Gift hätte ich ungern gehabt. So. Okay, er spuckt auch wieder Gift. Was mir aufgefallen ist, er spuckt gar kein Gift. Also, ich weiß nicht, ob er es kann, während er erschöpft ist, Gift spucken. Aber er tut es zumindest kaum oder gar nicht. Das ist auch interessant, naja. Aber schon noch schlimm genug, muss man sagen. Also er hat mich immer noch ziemlich genervt, auch ohne Gift. Uah. Das ist halt schlimm an dem Giginox. So. Ah, das war aber gerade so. Sehr schön, das war auch gerade so. Jetzt kann ich hier gut durchhauen. Sehr schön. Das sollte doch gut Schaden gemacht haben. So, Heißgetränk. Und was war noch? Ach, Schärfen. So. Na gut, 5 Minuten sind wir immer noch drin. Werden vielleicht demnächst sehen werden. Hat sich wieder abgeregt. Und Tränke haben wir mittlerweile auch nicht so viele verbraucht, muss man sagen. Deswegen, ja, sieht es doch alles noch ganz gut aus, würde ich meinen. Aber schauen wir mal, es ist immer noch 1 von 3, deswegen, naja, es kann sich noch alles ändern. Kann sich tatsächlich noch sehr viel ändern, muss man sagen. Okay. Ist doch gar nicht schlecht, ich würde gerne noch das rote Elan ein bisschen ausnutzen. Ja, sehr schön, das wollte ich sehen.
Ah, nicht, dass ich hier in die falsche Richtung schlag. Na gut. Okay, und schon wieder hingefallen. Sehr gut. Das heißt, denke ich mal, dass er kurz vorm Ende ist. Das macht er ja normalerweise. Und damit, ja, kann man... Humpelt er? Ja, er humpelt. Okay, gut. 10 Minuten zwar, aber trotzdem, ja, geht es dann. Dann sind die schon deutlich schwächer als die normalen Geginox. Was ja auch irgendwie sein muss, muss man ja sagen, weil... Ansonsten die drei Geginox hintereinander von normaler Stärke, das wäre schon ziemlich krass gewesen. Fange ich den jetzt oder fange ich den nicht? Ich glaube, ich fange den nicht. Na, obwohl doch. Stimmt, ich sollte den fangen, weil ich will mir eigentlich die Geginox-Rüstung machen. Weil die hat Ohrstöpsel. Und ich hätte ganz gerne Ohrstöpselrüstung. Zum Beispiel für jetzt den Geginox wäre die Ohrstöpselrüstung ziemlich gut. Weil der macht halt keinen Winddruck. Deswegen, ja, wie gesagt, hätte ich da gerne eine zweite Rüstung. Und das wäre dann die Geginox-Rüstung. Leider kann ich die nicht irgendwie kombinieren. Das heißt, ich gehe dann voll auf Ohrstöpsel mit Schärfer. Aber geht zwar auch noch, muss ich sagen. Ist jetzt nicht das Schlechteste. Aber mir fehlt dann halt der Experte. Das ist zwar ein bisschen schade, aber naja. Man kann nicht alles haben. So, dann kommen wir hier runter. Ja, jetzt schießt er noch. Das war natürlich sehr gut. Davon hätte ich mich natürlich nicht treffen lassen wollen. Naja, gut. Und sehr schön. Damit hätten wir doch schon... 1 von 3. Das war doch gar nicht schlecht. Jetzt müssen wir zwar noch ein bisschen warten, bis er verschwindet, damit der nächste kommt. Aber naja. Der nächste wird ja, glaube ich, auch wieder dann in der Mitte kommen. Wenn ich das so richtig gesehen habe, dann können wir uns gleich mal ein Fleisch reinhauen. Megatrank brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da hoffe ich mal ein bisschen auch auf die Schakalakas. Und wenn jetzt heute noch Zeit noch reicht, dann können wir auch kurz zum Basislager gehen und uns da ein paar Sachen holen. Da gibt es auf jeden Fall bestimmt auch Gegengifte und sowas. Ja, und der ist schon verschwunden. Sehr schön. Das ging ja auch ganz fix. Das heißt, der andere müsste jetzt... Nee, okay, er ist noch da. Wo ist der Farbball ist weg? Okay. Ja, hier ist auch noch keiner. Naja, schauen wir mal, wann der andere kommt. Wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal kurz zum Basislager. Da können wir uns dann ein paar Vorräte holen. Die Rationen hole ich mir auf jeden Fall. Farbbälle kann ich mir natürlich holen. Da sind ein paar Antekas von mir aus. Und ja, ich denke, sonst wird es da auch nichts mehr so Großartiges geben. Wäre jetzt schön, wenn die mal so eine Heilung raushauen können. Wie gesagt, dann müsste ich eigentlich keinen Trank nehmen. So, Gegengift. Ah, Abprallbomben wären eigentlich auch ganz cool. Das, Ration. Erste Hilfe kann ich mitnehmen, ja. Okay, tanzen gerade. Na komm. Sehr schön, wenigstens die normale. Dann habe ich jetzt, ja, und der nächste ist da. Okay, gut. Dann war das doch gar nicht schlecht vom Timing her. Und ja, dann sind wir jetzt 10 Minuten an einem beschäftigt. Das heißt, ungefähr 30 Minuten sind wir dann dran. Und dann haben wir sie. Naja, hoffe ich zumindest. Sollten die jetzt nicht irgendeinen größeren Blödsinn machen. Was ich jetzt nicht so vermute. So, davon lasse ich mich natürlich nicht erwischen. Na, okay. Wäre jetzt natürlich cool, wenn dann in der Mitte ein Unheils-Geginox kommen würde. Das hätte auch was. Aber naja. Dreimal normaler Geginox ist eigentlich auch ganz cool. Ist ja eigentlich schon eine richtige Farmquest, muss man sagen. Wobei man hier halt nicht aufhören kann in der Mitte. Hier muss man es halt durchmachen. Das ist dadurch dann zwar ein bisschen krasser, aber naja, geht dann. Trotzdem, ach verdammt. Fängt irgendwie ähnlich an wie der erste, muss ich sagen. Gegengift. So, jetzt kann ich mein Leben wieder ein bisschen regenerieren lassen. Zumindest hoffe ich das, dass er jetzt nicht gleich irgendwie um sich haut. Naja, aber schießt er erstmal ziemlich viel Gift.
Ist in Ordnung. Na, jetzt nochmal ein Ei. Okay. Na, schade. Hat nicht gereicht. Ja. Das meine ich halt. Das ist dann halt immer ein bisschen blöd, wenn man das Gift nicht gegenheilt. Naja. So. Okay, das Ei will ich eigentlich wieder kaputt sehen. Weil die ganzen Gigi gehen schon ziemlich auf die Ogott-Nerven. Außerdem kann man da gut Elan auffüllen. So. Ja, schon wieder Schärfen. Das ist schon ein bisschen blöd bei der Katana. Dass sie wirklich ziemlich wenig Schärfe hat eigentlich. So, aber ich bin trotzdem ziemlich gut durchgekommen. Er ist schon aggro. Okay. Ja. Es ist natürlich blöd, schärfen zu wollen, wenn er gerade aggro ist. Das ist schon ein bisschen gefährlich. Aber naja. Es. Ja, es geht ja noch. So. Na, jetzt hat mich so ein Gigi. So. Okay, die Giftbombe, die sollte mich aber hier nicht erreichen, ja. Wobei die Reichweite auch schon ziemlich krass von der ist. Und er scheint das Gebiet zu wechseln. Ja, okay. Wird wahrscheinlich wieder oben in die Höhle gehen. Die haben ja normalerweise immer dasselbe Muster, wie sie sich bewegen. Normalerweise. Schauen wir mal. Nee, okay, er geht in die andere Höhle. Na, von mir aus. Also haben sie doch nicht immer das ganz genau selbe Bewegungsmuster. Ich glaube, es ist bloß so, wenn sie den Weg abgehen, also ohne, dass sie mich gesehen haben, dann gehen sie, glaube ich, immer denselben Weg, aber wenn sie aggro sind, dann können sie scheinbar unterscheiden. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass ich ihr Laden wieder voll habe. Das ist nicht sehr schön. So, und wenn der Bursche jetzt noch runterkommt, dankeschön, kann ich mir auch gleich rotes Elan holen. Zumindest hoffe ich das natürlich. Wow. Okay, Angriffsstärkung, sehr gut. Das kann mir nicht so viel. Nein, 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 okay. Der ist für beinahe schief gegangen. Nein, das geht auch schief. Ach, schade. Da wollte ich noch wegrollen. Boah, was für ein Schaden dieses Gift macht, das ist unglaublich. Naja, gut. Deswegen habe ich jetzt so viele Megatränke, Megatränke. Ja gut, die natürlich auch, aber so viele Gegengifte mitgenommen. Weil ich sagen muss, es läuft eigentlich gerade noch ganz gut. Ich hätte mit Schlimmerem gerechnet, was das Gift angeht. Also, dass ich öfters vergiftet werde. Nein, jetzt habe ich nochmal ein Dämonenmittel geschluckt. Verdammt, das passiert mir aber immer wieder. Weil die Dämonenmittel halt auch zuerst kommen, vor den Heißgetränken. Da muss ich dringend ein bisschen mehr aufpassen, was ich da dann zu mir nehme. Gut, ich meine, so ein Dämonenmittel jetzt zu schlucken ist jetzt nicht so schlimm. Es bringt mir halt jetzt keinen Effekt mehr, aber ich meine, dass es jetzt fehlt, ist jetzt nicht das Schlimmste, aber na, das bringt mir halt in dem Moment nichts. So, eine Giftbombe wieder. Ach, verdammt. Ich hasse diesen Angriff immer noch. Dann wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. So, springt in die Decke. Kennen wir ja. Jetzt komm runter. Na komm. Dankeschön. Aha. Okay, ja, schade, wir sind wieder auf weiß runter. Aber vielleicht kriegen wir jetzt wieder gelb hoch, wenn ich richtig rankomme. Na komm. Nein, 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 nein. Oh. Da kommt man aber auch wirklich schwierig weg. Beziehungsweise, na, kriegt er mich da auch immer in ziemlich blöden Situationen, muss man sagen. Und das ist mir jetzt ein bisschen riskant mit dem Leben, deswegen fülle ich lieber schnell auf. Das ist dann wohl am sichersten, so. Es ist aber auch halt wirklich ziemlich schwierig, hier seinen Elan aufzufüllen. Muss man halt wirklich sagen. Ach, verdammt.
Das war nix. So. Und vor allem, ja, wenn man es nicht hochbekommt, dann... Wie hat mich das denn getroffen? Ja, toll. Das ist halt wirklich blöd. Wenn ich jetzt vergiftet bin, kostet mich das halbe Leben. Verdammt. Dann machen halt die Schakalakas halt auch kein Gegengift. Das ist halt wirklich blöd. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, vor allem ich habe jetzt doch den Dings, den Schakalaka-Buff. Wieso kriege ich da jetzt keinen Vorteil draus? Weil hier ihre Tänze machen die kaum. Und das ist sehr selten halt. Deswegen, naja. Ist jetzt nicht so von Vorteil gewesen, das zu nehmen. Na gut, man muss sagen, es gab jetzt nicht so viel bessere Sachen. Ich hätte den Zerleger nehmen sollen, natürlich. Das ist dann halt blöd, wenn es die ganze Zeit macht. Da kann ich ihn entweder gar nicht mehr angreifen oder, ja, wird halt die ganze Zeit getroffen. So wie jetzt. Das ist dann halt schon ein bisschen ätzend. So, schön, dass jetzt... Ach komm. Das geht mir jetzt langsam wirklich auf die Nerven. Okay, der Kopf hat mich nicht erwischt, wenigstens. Nehme ich mal ein paar von den Erste-Hilfe-Sachen. Schön wäre es jetzt natürlich, wenn er jetzt paralysiert werden würde. Oder hinfallen, das geht natürlich auch. Sehr schön. Das kann ich doch ausnutzen. Wunderbar. Das hat doch gut Schaden gemacht. Na, schade, ich dachte, da käme ich schon hinter den Flügel. Das wäre dann natürlich doppelt gut gewesen. Okay, die Mitte ist zerbrochen. Sehr schön. Gut, gut. Ich habe so viel Zeug dabei, dass man da einmal durchgeht. So. Okay, das hat sich gerade so angehört, das humpelt auch schon, aber nee. Leider nicht. Nee, läuft noch ganz normal. Okay. Gut, wir sind jetzt schon 20 Minuten drin. Das heißt, so lange sollte der aber auch nicht mehr aushalten, denke ich. Wobei, als wir den angefangen haben, waren wir eigentlich schon bei 15 Minuten. Deswegen könnte es doch noch länger dauern. Wären wir doch wohl nicht fertig mit 30 Minuten. Wird wohl, glaube ich, eher 40, 45 vielleicht werden. Also sind die doch nicht so viel schwächer als gedacht. Also gut, 10 statt 15 Minuten jetzt vielleicht, aber das, na, das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Also sie sind vielleicht so schwach wie in normalen Kämpfen. Oder was heißt in normalen Kämpfen? In normalen Multiquests. Aber so für eine spezielle Dreierquest wurden sie jetzt nicht extra schwächer gemacht. Zumindest kommt es mir so vor. Das war auch wieder verdammt knapp. Ja, gesabbert hat er auch noch nicht. Das ist schon ein Problem. Aber er fällt schon öfters hin. Das ist halt... Weiß nicht. Vielleicht ist er schon so schwach, vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir gerade wirklich unsicher. Okay, geht nicht weg. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob er... Okay, schon wieder Aggro. Wie oft war der andere Aggro? War der dreimal, viermal Aggro? Und das war jetzt sein zweites Mal. Ich weiß es nicht, wie wir dran sind. Keine Ahnung. Ich denke, ich habe jetzt auch relativ gut Schaden gemacht durch die Kombos jetzt, die ich hier am Schluss raushauen konnte. Und ich denke, wenn er jetzt vielleicht dann noch anfängt, erschöpft zu sein, dann sollte es das, aua, so ein bisschen gewesen sein. Aber wir schauen mal. Ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Und wie gesagt, es kommt ja noch einer. Das ist ja das große Problem. Jetzt ist, wenn das jetzt der letzte wäre, oh je, okay, gut. Wenn das jetzt der letzte wäre, dann, ach, verdammt. Dann wäre es ja gar nicht so schlimm, aber naja. So. Na, jetzt. Na gut, okay, wurde eh unterbrochen. Das ist halt wirklich so schwierig, wenn die unterbrochen werden. Was halt bei so einem Monster ziemlich schnell werden können. So, ist das Gegengift oder ist das. Hallo? Ich dachte, der. Okay, Gesundheitserholung 1. Naja. Besser als nix. Besser als nix. Weil mir eine Dreier natürlich lieber gewesen wäre. Futtern kann ich eigentlich auch gleich wieder. Na, habe ich nicht gesehen. Ich hätte zwar damit rechnen müssen, aber habe ich nicht gesehen, dass er da das Gift macht. Verdammt. Das war doof.
Das war wirklich doof. Okay, schlucken wir nochmal Megatrank. Naja, haben wir jetzt 8 verbraucht bisher. Aber haben wir jetzt auch beinahe 2 besiegt. Oder 1,5, sagen wir mal so. Bin mir nicht sicher. Okay, 3-mal schon. Gesabbert hat er aber immer noch nicht, muss ich sagen. Das halte ich immer noch für ein Problem. Okay, aber da humpelt er schon sehr gut. Damit wird Nummer 2 besiegt nach 25 Minuten. Okay. Geht ja. Wahrscheinlich nahe den 30 jetzt so. Dem Dreh. Naja. Und den fangen wir jetzt auch noch. Die Frage ist natürlich, wo landet er? Hier dann. Okay, hier dann so. Jetzt mal irgendwas Blödes, schießt oder so. Ja gut, aber nicht so. Vor allem Aggro ist halt gerade ein bisschen schwierig. Oh, das war vielleicht blöd, weil es so blöd an der Ecke ist. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Aber das könnte jetzt vielleicht ein Fehler gewesen sein. Vielleicht springen wir jetzt aber auch an. Na komm, das ist doch genau... Ist es jetzt zu weit an der Ecke, dass es nicht funktioniert? Natürlich trifft mich das Gift hier noch. Okay. Betäubungsbombe. So. Beruhigungsbombe. Naja, egal. Sehr schön. Uah, ich sollte mal hier Gegengift. So, den Schaden würde ich jetzt nämlich ganz gerne im Lager heilen. Schauen wir mal, ob das so leicht wird. Und ich starte immer wieder, also ich gehe immer wieder hier raus. Das ist auch ein bisschen blöd. Naja, starten wir theoretisch die Quest jedes Mal von neu. Da wir hier gestartet haben. So, gehen da runter. Wieder. Dann wieder da durch. Dann wieder durch das Startgebiet von denen. Naja, kennen wir ja. Und dann schauen wir mal, was der dritte noch so zu bieten hat. Ich kombiniere schon mal ein paar Megatränke dann auch. Okay, die tanzen gerade, sehr gut. Sehr schön. Habe ich die wieder voll? Na komm. Naja, das war jetzt nicht so wichtig. Nach 10 Minuten eigentlich immer. Das heißt, eigentlich sollte ich Heißgetränk auch wieder machen müssen. Nach 10, nach 20. Keine Ahnung, wieso es das Heißgetränk im Moment nicht haben will. Spiel. Und sind es nach 15? Ne, ich habe schon mein drittes. Ich habe 2 und dann habe ich jetzt nochmal 1. Komisch. Achso, das hält dann bis 30. Ja, klar. Natürlich. So war das. Na gut. Mini-Wettsteine. Die Abrollbomben können wir theoretisch mitnehmen. So. Und dann penne ich jetzt eine Runde. Ups. Natürlich gibt mir genau jetzt Gesundheitserholung. War ja klar. Aber naja, dann haben wir das jetzt wenigstens. Können wir mal ein gebratenes Steak futtern. Und bis dahin sollte der auch schon da sein. Ja, der letzte Gegnox ist da. Und dann schauen wir mal, was der noch zu bieten hat. Aber ich denke jetzt nicht mehr so viel. Okay, Wärmeeffekt ist vorbei. 30 Minuten müssten dann angebrochen sein, ungefähr. Nein, noch nicht ganz. Also geht es schneller weg? Weil es Nacht ist vielleicht? Geht es bei Nacht schneller weg als bei Tag? Keine Ahnung. Also es wäre irgendwie logisch. Dann fliegt er gerade weg. Bin ich so spät dran? Ja, okay. Gut. Aber wo fliegt er hin, ist jetzt die Frage. Okay, fliegt in die Höhle. Na, von mir aus. Ist ja jetzt nicht so die Änderung, würde ich sagen. Ob wir jetzt da zuerst kämpfen oder da, aber na gut. War ich halt ein bisschen zu spät dran. Weißes Elan habe ich immer noch, sehr gut. Würde ich auch gerne noch ein bisschen ausnutzen, muss ich sagen. So. Ah, komm. Die Frage ist, wann benutze ich die Abprallbomben? Ich will es halt nicht benutzen, wenn er dann gleich runterkommt. Okay, das kann er auch an der Decke machen. Na ja, krass. Der ist am besten, wenn er da gerade hochspringt, würde ich sagen. Okay, das ist natürlich ein sehr schöner Start. Kann ich mir gleich mal gut Elan aufladen. Wenn er da erstmal stehen bleibt. Der dritte hat wohl scheinbar keinen Bock mehr. Irgendwie verständlich, wenn ich davor 2 seiner Artgenossen platt gemacht habe, ohne großen Aufwand. Dann hätte ich als Dritter jetzt auch nicht mehr so die große Lust anzugreifen. Vor allem, ich meine, ich habe jetzt wieder Tränke komplett voll und sowas. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie...
gerade schwach wäre oder sowas. Das heißt, arg große Hoffnung wird er wahrscheinlich auch nicht haben, der Genox. Oh nein, oh nein. Ach, verdammt. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Okay, gut. Dann friss mich. Na, beziehungsweise friss mich nicht wirklich. Ja, es war irgendwie ja so halb dran vorbei. Ich würde ganz gerne die Abprallbomben benutzen, aber ist schon mal ziemlich schwierig. Vor allem halt, wenn das Monster nicht lange an der Decke hängt. Das war natürlich sehr blöd. Das hat mir erstmal Schaden gemacht und dann hat es auch noch Gift verursacht. Okay, Gegengifte sind alle. Toll. Das hätte ich natürlich gerne verhindert, dass ich jetzt auf den Bitterkäfern auf den Bitterkäfern halt hängen. Nein, okay, das war ganz knapp. Und ich komme immer noch durch den Schweif durch. Verdammt. Also es hat sich natürlich nichts verändert, seit dem letzten Mal, wo ich abgeprallt bin, aber trotzdem. Das geht mir immer noch ziemlich auf die Nerven. So, 5 Wettsteine haben wir jetzt auch schon verbraucht. Wow. So, jetzt kann ich doch die Abprallbombe. Nein, nicht schon wieder. Okay, sehr gut. Und zack. Wollte der gerade schon wieder? Nee, okay. Ja, toll. Das habe ich davon, dass ich jetzt die Abprallbombe gezündet habe. Das hat so viel gebracht. Ich weiß gar nicht, ob die so viel Schaden macht. Keine Ahnung. Also, ob sich das tatsächlich lohnt, die zu benutzen. Ich habe es ja eigentlich noch nie benutzt, muss ich sagen. Also, bei vielen Drachenältesten oder so früher gab es auch ziemlich viele Drachen. Drachenbomben. Abprallbomben. Ich habe sie nie wirklich benutzt, weil ich einfach den Sinn dahinter nicht so wirklich gesehen habe. Klar, man kann angreifen, während er in der Luft ist, aber A kostet es einen Platz im Inventar. Und normalerweise ist das Inventar immer ziemlich gefüllt. Zumindest meins. Und B, naja, es macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. Das ist so eine kleine Bombe, die hochfliegt. Das kann jetzt nicht so viel Schaden machen, sage ich mal. Okay, Giftbombe. Von dem her, au, au. Es trifft einen immer. Egal, wo man steht. So, aber die 30 Minuten haben wir. Okay. Ist, glaube ich, dann die erste Quest, die länger als 30 Minuten geht. Kann das sein? Nee, ich glaube, der Dings ging auch verdammt lang. Der erste Duramboros. Der ging, glaube ich, auch so um die 40 Minuten oder sowas. Deswegen ist das ja alles noch erträglich. Boah, und ohne Lang komme ich jetzt nicht mal durch den Kopf durch, wenn er aggro ist. Ich glaube, das habe ich auch schon rausgefunden, mal. Aber naja. Nee, ich komme ohne Lang überhaupt nicht durch den Kopf durch. Und ich wurde wieder getroffen. Ah, danke für das Gegengift. Das war sehr freundlich. Abprallbombe. Kommst du runter? Nee, okay, du schießt sogar. Das ist doch gar nicht schlecht. So, zack. Ich sehe trotzdem nicht, dass es so viel Schaden macht. Es macht zwar ein bisschen Schaden, von mir aus. Habe ich es jetzt gemacht, aber naja. Ich denke nicht, dass es mir dadurch die Quest irgendwie verleichtert hat. Kann ich mir jetzt wohl nicht vorstellen. Und da wechselt er auch schon das Gebiet. Na, das ist doch gar nicht schlecht. Er war jetzt schon zum... Ne, es war das erste Mal, dass er aggro war. Von mir aus. Wow, die Quest geht schon ewig, wenn man davon ausgeht, dass die... Na, dass ich davor noch dieses Zeug in der Stadt gemacht habe. Ich habe mal kurz auf die Uhr geguckt, als jetzt nicht auf die Ingame-Uhr. Das ist jetzt fast schon eine Dreiviertelstunde, wo ich da dran hock. Na gut. Ich habe es ja schon beim letzten Mal gesagt, das ist halt das Problem bei Monster Hunter, dass es sehr lange Videos gibt und ich daraus dann halt, naja, muss ich halt das Beste draus machen. Und auch das Video habe ich nicht wirklich Lust in, nein, zwei Parts zu spalten. Einfach bloß, weil es auseinanderreißt, das ist halt, na komm, Glück, sehr schön, nee, doch nicht. Glück. Oh, ich gehe hier noch drauf. Ja, 50% Chance und so. Funktioniert ja gut. Toll, jetzt gehe ich hier drauf, weil mir die Bitterkäfer nichts bringen. Ah. Hätte ich da vielleicht dann doch die Dings mitnehmen sollen? Dankeschön, wow. Hätte ich da dann vielleicht doch das Gegengiftkraut mitnehmen sollen? Da steht ja halt manchmal... Gegengift, aber da stand jetzt keine Prozentchance dran. Hier steht da 50% dran. Hm. Naja.
Also sind wahrscheinlich auch 50%, steht dann bloß nicht so dran. Es war jetzt echt gerade blöd, dass ich da so ein Pech hatte. Ich meine, man muss halt wirklich sagen, es sind 50%. Okay, gut, was zum... Also der... Die stehen manchmal wirklich ziemlich lange rum und tun gar nichts. Das ist zwar gut für mich, aber... Irgendwie, naja, raubt so ein bisschen die Spannung manchmal. Oder es, ja, es ist halt ziemlich gut zum Angreifen dann halt. Obwohl sie halt nicht sabbern, also das ist halt auch noch was. Der scheint es auch wieder nicht zu sabbern. Was ich auch sehr interessant finde. Na toll, die haben den Buggy paralysiert, sehr gut gemacht. Das hat mir jetzt sehr geholfen. Es wäre natürlich manchmal ein bisschen besser, wenn man die Chakalakas deutlich besser steuern könnte. Wenn man jetzt sagen könnte, keine Ahnung, bloß Buffs machen oder bloß angreifen oder sowas. Wäre natürlich nochmal deutlich besser, als jetzt bloß diese Masken zu haben, diese verschiedenen. Wow, das hat so viel gebracht. Oder sieht man es gerade bloß nicht? Ist das verbuggt, dass man gerade nicht sieht, dass sie sabbern? Weil sie verhalten sich typisch, als würden sie sabbern, aber tun sie halt nicht. Na gut, kann natürlich sein, dass es... Ne, obwohl, er macht Gift, keine Ahnung. Aber kann natürlich sein, dass es irgendwie ein Anzeigefehler gerade ist. Dass sie eigentlich sabbern würden, aber... Weil ich meine, so oft bleibt der normale Giginox nicht stehen. Und von der Zeit her wird es sich auch wieder eigentlich... Also wird es auch eigentlich wieder passen. Von dem her, ja, jetzt schon wieder Aggro. Ja, ich denke, das ist tatsächlich ein Anzeigefehler. Dass die gerade nicht mehr sabbern. Von mir aus. Passiert. Ja, toll. Wollte ich eigentlich verhindern. Okay, aber es hätte schlimmer laufen können. Der Angriff, es ist... Ich glaube, der ist schlimmer als jeder Angriff vom Ketsu. Obwohl man sagen muss, der Ketsu hatte auch schon einige nervige Angriffe. Ich bin auch ein bisschen... Nein, das wollte ich gar nicht fressen. Ah. Ich bin auch ein bisschen froh, dass der Ketsu hier so ein bisschen raus ist. Gut, der Giginox ist natürlich dafür drin, aber trotzdem. Ja, ging schon immer ziemlich auf die Nerven. Und so wie ich das gesehen habe, kommt ja in 4 Ultimate. Das ja nächsten Sommer. Ne, Quatsch. Nächsten Frühling. Also Frühling 2015 rauskommen soll hier in Europa. Soll der Ketsu ja wieder dabei sein. Der Kutku ja, glaube ich, auch. Zumindest was man so von den Trailern gesehen hat. Ich glaube, da gehen sie wieder auf die. Wow, wieso komme ich da jetzt nicht durch? Auf die Freedom 2 und Unite Monster halt. So größtenteils. Muss man schauen, vielleicht bringen sie ja dann noch ein paar von Try mit. Vielleicht ist dann so eine Mischung aus Try und Unite. Das wäre ganz cool. Weil man sagen muss, die Mischung ist hier ja auch noch ein bisschen vorhanden. Ich meine, es gibt ja den Diablos und es gibt ja den... Ja, was gibt es denn eigentlich noch? Rathalos und Rattian, klar, aber ich meine, die gab es, glaube ich, bisher in jedem Spiel. Sind ja aber auch so die Standardmonster, muss man sagen. Ja, ich habe das für die Bitterkäfer. Sehr gut. Ja. Okay, wirklich. Wärmeeffekt ist auch noch vorbei. Ja, geht gerade alles so ein bisschen zum Ende. Ich hoffe aber, der Giginox geht auch bald zum Ende. Weil jetzt sind es schon 35 Minuten. Puh. Das ist schon relativ krass gerade, die Quest. So, sollte passen. Ja. Auch wieder gerade so, aber naja, gut. Okay, das ging noch. Na, komm schon. Geh doch einfach drauf, Geinox. Wollte ich gerade schon wieder Ketsu sagen. Irgendwie ist schlimm. Sobald ich gegen den Giginox kämpfe und dann irgendwann auch bloß kurz Ketsu sag, will ich sofort immer Ketsu zu dem Giginox sagen. Naja. So, humpelt er? Nee, humpelt nicht. Und das war verdammt knapp, muss ich sagen. Okay, ein Ei. Das geht ja. Wobei ich jetzt eigentlich gerne das Elan raushauen möchte. Okay, flüchtet eh. Humpelt er schon? Aua, das war nicht ganz so knapp, möchte ich meinen. Ah, gut, ist schon wieder Aggro, aber ich denke, das ist das letzte Mal, wo er Aggro wird.
Danach sollte er dann eigentlich humpeln. Hoffe ich zumindest. So, jetzt gehe ich dann mal ein bisschen auf das Ei. Bevor hier... Oh, verbleibende Zeit noch 10 Minuten. Das haben wir auch noch kaum gesehen. Ich denke wirklich, bei dem ersten Duramboras war es so, dass wir da ungefähr 40 Minuten hatten. Aber, na gut. Haben wir es hier nochmal. Wobei man wirklich sagen muss, drei Monster, das ist auch schon krass. Also ist auch schon eine lange Quest. Gut, ich hätte natürlich den Rathalos machen können und dann hoffen können, dass das andere Monster in der nächsten Queststufe kommt, was es eigentlich tun sollte. Und dann hätte ich da ja natürlich meine Feuerwaffe dann bekommen und hätte die Quest deutlich schneller machen können, aber na, man sieht, es geht auch so. Da humpelt er nämlich auch schon sehr schön. So, bekommen wir hier nochmal große Wirrwarrträne. Okay, ein bisschen Geld. Kann nie schaden. Wobei, naja, Geld haben wir eigentlich genügend. Ein paar Rohstoffpunkte wären wir natürlich lieber, aber ist leider nicht mal so wie früher, dass es für die Kontoobjekte halt Rohstoffpunkte gibt. Sondern hier gibt es tatsächlich Geld dafür. Und wie gesagt, Geld braucht man eigentlich nicht so unbedingt. Also ist nicht so unbedingt wichtig. Okay, das Ei kommt sehr gelegen. Ich weiß jetzt halt bloß nicht, wie viel er jetzt noch aushält. Okay, da wird er nochmal aggro. Ich hoffe aber nicht mehr so viel, weil langsam geht mir der Giganox auch wirklich auf die Nerven. Also, ich muss ja dann nochmal einen machen, aber dann bin ich auch wirklich wieder froh, dass sie eine Weile fehlen. Also bis High Rank dann. Wobei, ich muss die wahrscheinlich auch noch ein bisschen farmen natürlich für die Rüstung, die ich ganz gerne hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Da muss ich ja nicht unbedingt die Quest farmen. Wo ich ja ganz froh bin. Ah, toll. Das habe ich irgendwie ein bisschen verplant, wo das ist. Okay, jetzt müssen die die Bitterkäfer wieder passen. Nein. Und jetzt bin ich gleich wieder tot. Okay, Gesundheitserholung wenigstens. Bitterkäfer, komm. Ach, verdammt. Bitterkäfer, komm. Danke. Das ist alles aber keine 50% Chance, muss ich sagen. Wobei, nee, das kann keine 50% Chance sein, so oft wie es jetzt schon schief gegangen ist. Na gut, aber ich meine, na, wir haben jetzt 8, wir haben mit 16 Megatränke verbraucht. Für drei Monster, das geht. Das geht eigentlich alles. Also insgesamt ist eigentlich ein ganz guter Schnitt hier, die drei Quests. Wir haben auch zwei von denen gefangen. Ich hoffe natürlich, dass bei den zwei dann gute Sachen dabei sind, dass ich nicht so oft die dann farmen muss. Na, es schneller, es schneller. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na komm, noch zwei Bitterkäfer habe ich. Na, diese Bitterkäfer. Danke. Okay, und jetzt darf ich mich nicht mehr von Gift erwischen lassen. Der muss ja jetzt aber auch gleich drauf gehen. So, es kann ja nicht angehen, dass der jetzt noch ewig aushält. Ich muss ihn nur noch mal richtig erwischen. So, zum Beispiel, sehr schön, da fällt er hin. Und ich vermute fast schon, dass es das eigentlich schon war. Na, doch noch nicht. Hält er sich doch noch ein bisschen tapfer. Dann schärfe ich halt noch mal. Ich will jetzt keine Risiken eingehen. Tue ich eigentlich schon mit den Bitterkäfern, muss ich sagen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die 50% Chance mir so einen Strich durch die Rechnung macht. Jetzt wird er nochmal aggro. Wow. Also der hält tatsächlich doch noch einiges aus, wenn er... Na, wenn er humpelt schon. Krass. Na gut, aber es sollte jetzt hoffentlich dann bald drauf gehen. Okay, da springt nochmal an die Decke. Weil ich meine, jetzt sind dann bald auch nochmal 5 Minuten um. Das heißt, dann wären wir bei 45 Minuten. Na, und dann haben wir nicht mehr viel Zeit. Das ist... Aua, das Problem, verdammt. Na, komm, jetzt geh doch einfach drauf. Vor allem, es war halt jetzt wirklich echt unnötig, dass er jetzt nochmal aggro wird. Das verzögert die ganze... Danke, die ganze Sache bloß nochmal. Wow. Okay, das war eine harte Quest, muss ich sagen. So. Um irgendwas aufzunehmen, kombiniere ich jetzt erstmal die beiden Sachen. Wobei, wir haben eigentlich genügend Sachen. So. Und Schreckensrachen, das ist schon mal gar nicht schlecht, weil der ist relativ selten, wenn ich das richtig weiß. Nochmal ein Schreckensrachen, wow. Und helles Extrakt, von mir aus. Ich weiß gar nicht, was man mit dem hellen Extrakt machen kann. Ich glaube, man kann nochmal ein größeres Dämonenmittel und eine größere Panzerhaut machen. Und die braucht dann, glaube ich, helles Extrakt. Das mache ich eigentlich nie, weil das braucht dann halt wirklich ewig lang, bis man das zusammenfarmt.
Ja, und deswegen. Man könnte jetzt dann natürlich dann normalen Geginox farmen, aber wenn man dann halt bloß ein oder zwei rausbekommt, dann ist es auch ein bisschen lächerlich. Geld kann man dann zwar farmen, aber naja, sonst bringt es nicht wirklich was. Und deswegen nehme ich normalerweise immer bloß die normalen halt und verzichte so ein bisschen auf die großen. Könnte natürlich sein, dass sich in dem Teil geändert hat, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich könnte mal nachgucken. Wow, das scheint ein Haufen Zeug zu sein. Geginox Haut Plus. Große Giftdrüse. Die brauche ich auf jeden Fall. Sehr schön. Ein Helix-Extrakt. Nochmal eine. Und nochmal eine. Sehr gut. Geginox Haut. Wunderbar. Das läuft doch gar nicht schlecht. Geginox Haut. Eine normale Giftdrüse. Okay. Gruselige Haut. Okay. Gut. Und eine Geginox-Klaue. Sala, bin ich gegen das Mikrofon gekommen? Das sieht doch aber gar nicht schlecht aus. Ich denke, damit kann man schon mal was machen. Vielleicht ein, zwei Rüstungsteile jetzt mittlerweile. Wobei ich halt alle fünf brauche, das ist das Problem.